Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Das letzte Mal haben wir die Wobbi-Wabba-Wüste abgeschlossen. Und jetzt geht's weiter diese Sterntür hier. So, und da haben wir auch schon die nächste Welt. Und Bowsers Reich ist direkt dahinter. Da werden wir auch noch mal hinkommen. Entere Bowsers U-Boot. Ja, jetzt haben wir, will ich erstmal noch die Welt hier durchmachen, durchspielen, also komplett auch schaffen. Der ist schon jetzt auch ganz einfach. Muss man einfach bloß den Weg hier folgen. Natürlich sollte man schnell sein, damit man nicht ersäuft. Und da ist auch schon das U-Boot. Das müssen wir jetzt bloß noch entern. Da müsste Kamera, dreh dich mal bitte, danke. Hier irgendwo müsste ein Schalter sein. Okay, hier nicht. Da ist er ja. Und damit kommt einfach meine Brücke zur zum U-Boot. Und da ist der Stern. So, jetzt könnten wir eigentlich schon direkt zu Bowser, aber ich will erst die Welt hier abschließen. Öffne die Truhen. So, da unten sind auch schon die Truhen, die wir öffnen sollen. Mal gucken, ob ich gleich die richtige Reihenfolge kriege. Das ist zwar zum Beispiel eine falsche. Kommt die jetzt dran? Gut, das war die richtige. Also die richtige Nummer 1. Ja, okay. Das da wird höchstwahrscheinlich die letzte sein. Da, wo ist Truhe Nummer 3? Da. Ja. So, und jetzt hier vorsichtig rennen, um nicht von dem Strudel angezogen zu werden. Dann landet man nämlich außerhalb von der Welt. Nein. Schwimm, Mario. Gut. Ist ja gerade noch mal gut gegangen. Okay, auf zum nächsten Stern. Springe zu den roten Münzen. Okay. So, diesmal werde ich allerdings die gelben Münzen wieder mit einsammeln. Da können wir gleich mal hier anfangen. Gucken, was ist in der Muschel drin? Nichts, okay. Gut zu wissen. Dieser Strudel, ne? Huch! Okay, ging nochmal gerade gut.
So, dann kommen diese Münzenkreise jetzt dran. Na, jetzt ist ein bisschen blöd die Unterwassersteuerung. Oder kommt der Hai an? Na los. Danke. Jetzt noch die da. Gut. Jetzt können wir weiter. Okay. Kurz Luft holen. Okay, wo sind hier die Münzen? Vielleicht in der Muschel? Ja, scheint lieber drin zu sein, okay. Gehen wir an Land. Denn hier sind natürlich auch noch ein paar Münzen. So. Ups. Moment. Wir können ja noch nicht weitermachen. Ich muss zu Bowser. Tut mir leid. Weil eigentlich müsste das U-Boot dann nämlich weg sein. Damit es weitergeht. Und es ist wohl bloß weg, wenn man Bowser besiegt. Na, nicht gerade schön. So, dann wollen wir mal. Und hier natürlich gibt es ja auch wieder rote Münzen, wie im ersten Dungeon. Die werden natürlich alle eingesammelt. Nein, nicht fallen. Hör auf, Mario. Huch. So. So, hier oben ist nämlich gleich eine. Weiter geht's. Okay. Na, krieg ich die ohne runterzufallen? Ja. Das ist schon die nächste. So, um hier unten ranzukommen, muss man einfach kurz auf diesen Fahrstuhl und den dann hochfahren lassen. Lass mich in Ruhe. So, dann jetzt hier weiter hoch. Ah, verdammt. Nein, nicht zu weit. Gibt's da überhaupt eine rote Münze? Nein. Ja.
schubst mich nicht runter. Ja. Auf, aufhören. Ah, da ist noch einer. Ja, damit. Na, das ist gemein. Komm schon. Danke. So, ah, da ist noch einer. Nein, 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 okay. Ich möchte das mal kurz auffüllen. Okay. Ich glaube, war hier oben nicht. Wie viele Münzen haben wir? 7. Ach, da ist die letzte. Ach so, der Stern kommt da oben hin. Okay. Gut. Dann gehen wir mal zu Bowser. Was willst du denn schon wieder hier? Du bist ja lästiger als ein Schwamm Sturmfliegen. Gerade jetzt, als mir die ganze Sache so viel Spaß machte. Aber wenn du schon mal hier bist, gib mir die Powersterne zurück. Meine Truppen können sie besser gebrauchen als du. Ja, ja. Oh, jetzt schade, dass er. Ja, er hat neue Fähigkeiten. Na. Auf dich zu drehen. Ich mag das nicht. So. Ah, da ist ja schon eine Bombe. Na, Kamera. Na, verdammt. Okay, das ist jetzt eine blöde Position. Okay, so geht's natürlich auch. Na? Oh, du hast schon wieder gewonnen. Hat mich einfach die Kraft der Scheine verlassen. Betrachte diesen Kampf als unentschieden. Das nächste Mal bin ich besser vorbereitet. Ich warte am höchsten Punkt des Schlosses auf dich. Dort werden wir sehen, wer stärker ist. So, haben wir mal eben Bowser besiegt. Okay, allerdings werde ich dann erstmal hier an diesem Part, dieser Stelle den Part beenden. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.